Hey ho und willkommen zurück. Welche Mission will ich denn diesmal machen? Ich sagte beim letzten Mal, es könnte die neue Mission sein. Doch, wir haben eine Mission noch vergessen. So. Immer noch schon eingeparkt. Welches Auto nehmen wir mal diesmal? Wir müssen noch hier hin. Ach, kommt schon. Wir müssen ja mit diesem French Tom oder wie auch immer der heißt. Hallo Polizei, wie geht's? Ah, jetzt krieg ich die Sterne. Ja, darauf habe ich gewartet. Fahren einfach vorbei, denken die sich auch nur so. Oh, jemand hat ein Problem mit seiner Alarmanlage. Moment mal, er sieht so osteuropäisch aus. Nico, ruf mich an, wenn du Kohle brauchst. Bei mir und Batman gibt es wirklich immer was zu tun. Easy LJ. Er sieht so osteuropäisch aus. Er muss wohl ein Täter sein, ein Straftäter. Hey, das genau das meinte ich. Die Sterne sind weg. Ja. Natürlich nicht, weil er osteuropäisch aussieht, muss er auch ein Straftäter sein. Aber in den USA ist die erste Frage, weiß oder schwarz? Wenn schwarz, einfach abdrücken und dann die Frage stellen, ne? Gefühlt zumindest. Nun. Wird sich bestimmt schon gemeldet haben. Und was, wenn ich nicht right turne? Gleich da. Erstmal alle blenden. Zack. Ist aber richtig geflogen. So. Internet Cafe worker is still here. Good to see you. Je öfter man kommt, desto mehr Sprüche kommt. Ihr könnt das gerne lesen. Ja. Ihr könnt das auch pausieren, Alter. Aber okay. Gerade sah ich, dass du dich für mich interessierst. Stell dich hinten an. Ehrlich gesagt wird mein Posteingang ständig voller, seitdem ich die Anzeige aufgegeben habe. Ich habe Unmengen an Absagen erteilt, bis ich dich gesehen habe. Aber du siehst nicht aus wie die anderen Kerle. Tja, du scheinst weder arm noch fett zu sein. Das ist doch ein guter Anfang. Ich bin viel zu gut für diese Loser. Jetzt mal ganz im Ernst. Wie wär's, wenn du zum 69th Street Dinner in Hove kommst? Bring deine Brieftasche mit, denn du zahlst. Ich trage eine rote Rose. Ich bin da meist gegen 18 Uhr. Man sieht sich. Ich weiß, wo das ist. Wir treffen uns dort. Okay. Montag, 18 Uhr. Wie spät haben wir es denn? In 2 Stunden. Okay, dann kann ich ja eigentlich auch direkt halt hinfahren. Lauf! Okay. Random Person.
Vielleicht mache ich dann irgendein extra Let's Play draus. Er ist drinne. Hey du. Welcome. Russian sausage tastes best. Thanks for helping us make food fast. Hey, are you my date? Thank God. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico, what do you do? I do a lot of things. What's your job? 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 Everyone's talking about this job guy. I haven't met him and I don't want to. Mr. Job sounds like an asshole. Really? What type of man do you want to meet? One with a lot of money. Do you know Gay Tony? Runs Hercules and Maisonette 9? I'll tell you a secret. He pretends to have the dollars, but he is broke as hell. The loser. If there is one thing that I hate more than fat people and cripples, it is poor guys. Is that why you borrow money that you can't pay back? What are you talking about? How the fuck do you know who I pay and don't pay back? Fuck you, bitch. You ain't Miss Thang. You can't tell me shit about who I am. I'm just here to do a job. People in this world need to work. And my work is getting rid of you. I wouldn't fuck a scummy immigrant like you anyway. You got an issue? Yep, hab ich. Hab dich. Forgive me. Ach, verdammt. Man sollte es nicht im Russenviertel machen. Oder wie auch immer man sowas nennt, ehrlich gesagt. Ich hab keine Ahnung. So good. I don't think we'll be seeing each other again. I don't think you'll be seeing anyone. Nicky, you're an ass. Anyway, your profile's still up there, bro. There's all sorts of crazy pictures on that site you can get into. Real freaks, you know? I'd be getting involved in some of that internet same shit, but I only date models, you know? Or VIPs, who could be models. Not any of them online. Yeah? Catch you later, big guy. Later. Oh, man. Ich glaube, wir werden uns nicht wiedersehen. Boah, hat der Glück einfach. Oh Mann. Ab nach Hause. Ist es ja auch nicht weit oder so. Nein. Ich muss da hinten die Autobahn. Ja. Ich finde die Ecke dort, wo das zweite Haus ist, nicht schlecht. Durchaus gemütlich. Kalt, aber durchaus gemütlich. Also nicht die Wohnung selbst, aber die Gegend hier. Aber... voll der Weg einfach. Wirklich. Saufen. Na komm. Zack. Wo steht der denn? Da, wo ich gerade vorbei war. Ah, also hier an dieser Ecke dann. Wupp. Ah, das hatte ich immer so viel erzähle und dann sehe ich das nicht. For fuck's sake, man. Kofferraum, Mensch davor, ich mit Auto mit Topspeed. Ach, kommt schon, Alter. Ja, let's go. Wo macht es denn Sinn? Ach komm, machen wir hier. 50 yards. Turn. Nico, all my man, Still gambling all his money out here. I'm afraid that that is what Roman will do with any money he gets. Hopefully Mallory will be able to straighten him out one day. Mallory, I'm fine, Dodge, and I'm looking for a buyer. Hopefully he won't gamble out here as well. Sometimes I think he would put her on the table if he had the chance. He doesn't hold on to much for long.
I'm amazed we managed to save enough money to be able to afford the cab depot in the first place. See, there's always people around for lending money to a man, especially if the man have a habit like Roman. See? Sure. You think Roman's addicted to gambling? You think him have a real problem? Channel him can't throw him money away to them con man and a star. Am I really idiot to them? Maybe his problem. Maybe he just need to get something out of his system. He don't like the cars and the guns as much as you and me do. Any money I and I get to them, I spend upon sisters are sentimental. I don't throw my money away, you know. ob das besser ist. Me like this kind of place. Comrades Bar. We'll have a good time, you know, man. Polizei steht da immer noch. Und er ist hingeflogen. Alter. Kann die Polizei sich endlich mal verpissen, damit ich fahren kann, weil das ist schon schwer genug. Da kommt die nächste. Und da ist schon wieder die Polizei auf. Oh, fuck's sake, Alter. Ich mach's einfach. Boah, das drehen wir mal. Oh boy. I definitely should be walking home. Komm, steck doch endlich ein, Alter. Hallo, Babylon! Also davon wird mir schon fast schwindelig und ich bin nicht so anfällig. Boah. Mein Gott, Alter. Voll, der übernimmt das Lenken ja auch teilweise. Alter. Kino-Verfolgungsjagd mit Handshake Cam noch nicht gesund. Wie man die Burn-Filme nicht im Kino gucken kann, Alter. For fuck's sake. Genau deswegen. Na. Alter, lenk doch endlich da links. Alter. Er schlag von einer Laterne, sorry. Oh, ist das anstrengend, Alter. Ich glaube, es nähert sich sein Ende. Alter! Yo, good seeing you, Rasta. Alter, das dreht sich. Ich mach mal direkt hier mal so einen Punkt, ey. Ja. Jay ist zufrieden. Und ich bin nüchtern. Und das Auto ist kurz vorm Verrecken. Gott, Alter. Trippen nicht so gut. Pussy. Hab über dein heißes Date auf der Liberty Tree Website gelesen, Alter. Da hieß es, du siehst alt aus. Du musst was dagegen tun, Alter. Ich lass mich die ganze Zeit spritzen. Es muss dir nicht peinlich sein, gut auszusehen. Ja. Bringt auch so viel tote Haut auf den Körper zu haben. Boah, das sieht so scheiße aus. Gleich bin ich endlich da. Ich hoffe, das Auto schafft es. Hoffentlich fahre ich noch gut genug. Hier besoffen mit dieser Geschwindigkeit. Ja, jetzt kommt. Alter, ist das voll. No one cares. Fop. Der Helikopter, wenn er mich noch anschießt.
Ah, diesmal ist keine Polizei hier auf der Straße. Ach, komm schon. Nö. Niemals. Alter, vor am Leben die Stadt gerade. Ja, Stadt. Wie auch man das hier definiert. What the fuck? Danke. Nun. Wie es weitergeht. Ihr wisst Bescheid.